Nisch ist eine der ältesten Städte in Europa. Und heute, Nisch ist eine lebendige und gute Stadt. Können wir uns ein wenig erkunden? Ja, natürlich. Die Festung ist eines der schönsten Kulturdenkmäler Serbiens. Es wurde auf den Überresten einer antiken und mittelalterlichen Stadt im 18. Jahrhundert während der türkischen Herrschaft gebaut. Heutzutage sieht man die Reste von Gebäuden aus verschiedenen Perioden. How did you like the fortress? I thought it was really interesting. We had a bit of a look around and we went to a pastry shop across the road, so we had delicious pastries. They were really good. Auf Deutsch, das Goethe-Institut. Wir müssen bis zum Ende des Weges gehen, damit wir alles sehen können. Und das haben wir getan. In der Festung finden sich im Sommer viele Festivals statt, zum Beispiel Nashville Jazz Festival, Film Festival. Boban ist ein Zweitkrieg-Gedenkkomplex gebaut. Um das Schießen und die Durchführung von mehr als 10.000 Bürger von Nisch gedenken. Drei Fäuste sind in 60er Jahren gebaut. Heute, das ist ein schöner Park. Die Leute kommen hier zu entspannen und Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen. Hallo, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt im Zentrum und ja, es gibt viele Cafés und auch viele Leute. Ja, es gibt auch viele Musiker. Es gibt auch zwei Shoppingcenter, das ist eins in Lehn. Viele Denkmale in der Stadt und das ist eins von denen. Und wir haben nicht nur so Cafés, sondern eine ganze Straße von Cafés, die Kazandisko Sokaca heißt und sie sieht so aus. Nešto poput privilegije svakog građanina Niša. Ne samo da su ovu školu pohađali, iz nje izašli izvanredni pisci, glumci, dramaturzi i mnogi različiti ljudi, već je nju pohađao i sam Stevan Sremac. Zašto volite Niš? Zato što su tu ljudi koje volim i zato što je to moj grad. Die orthodoxe Kirche wurde im Jahr 1878 gegründet und sie liegt im Stadtzentrum von Nisch.
Das ist die größte Kirche in Niš und die dritte größte Kirche im Land Serbien. Die orthodoxe Kirche besteht aus zwei Chören, der Chor Branko und Kinderkirchenchor Branko. Der Chor existiert schon 130 Jahre. Und ich muss sagen, dass die Stadt sehr stolz auf sie ist.